Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video City Car Driving 1.5.4. Wir befinden uns heute in einem gelben Lada Priora 2 von Heisenberg und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht nicht mal so schlecht aus. Also das Modell selbst ist ja scheiße, ja. Aber so, also die Farbe und die ganzen Licht, also die Reflexion, alles einfach wirklich cool. Und ja, finde ich ganz okay. Und abgewürgt. Was mir nicht so gefällt, ist hier die Lenkung. Also die ist irgendwie scheiße. Überholst du hier? Also die ist schon ein bisschen indirekt. Ich versuche gerade nur die nochmal neu einzustellen. Ich glaube, hier müsste gehen, ja. Ja. Ey. Das drehe ich immer richtig hoch, weil sonst komme ich hier nicht vom Fleck. Ja, Scheibenwischer haben ein eigenes Modell. Es sieht aus wie ein Benziner. Ja. Ja, ich hol da kurz. Also das Interieur ist zwar gut modelliert, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, sieht das hier nicht so gut aus. Also in echt möchte ich den nicht haben. Der hat nicht mal eine Ganganzeige auf dem Schalthebel hier und der Rest sieht eigentlich auch relativ minderwertig aus. So, nochmal kurz den Sitz einstellen. Ich habe mir gerade wieder alles verstellt. Stummaschen. Reifen kriegst du nicht zum Quietschen und gar nicht, wenn du im zweiten Gang wegfahren willst, wie ich gerade. So, super, ja, die hört sich relativ gut an. Naja, wir haben Abend, ich sollte das Licht anmachen. Nee, geht die Lichthupe nicht mehr. Macht sich ja, dann schaltet sich ja automatisch das Fernlicht ein und das ist eigentlich wieder mal so ziemlich kacke. Und die Bedieninstrumente leuchten so und so nicht. Ah, links kommt ein Auto. Entschuldigung. Oh, Mensch, fahr doch. Ach, hast du das gehört? Habt ihr das gehört? Es hat ganz kurz jetzt mal Quiek gemacht. Ah, dass ich das noch im Lader erleben darf. Finde ich schon ganz schön. Ja. Oh, jetzt hat es wieder gequietscht. Aber jetzt aufgrund eines schlechteren Dinges. So, ich mache jetzt kurz die Handbremse an. Also, ziehe die Handbremse an. Drehe voll hoch und gebe Gas. Ja. Bis ich hier auf 100 bin, dauert das, glaube ich, schon noch. Ja, im dritten. Ja, es geht. Ah, ich meine, man muss sich natürlich bewusst sein, dass man hier kein Lamborghini fährt, ja. Oder irgendeinen Sportwagen. Aber ich meine, oh, in Russland wird es das wahrscheinlich tun. Und ehrlich gesagt, klar, wir haben auch keinen Lada Priora, wir haben auch ein besseres zu Hause. Aber für die Russen ist das ja eigentlich ein gutes Auto. Und was mir bei den ganzen Dashcam-Fails irgendwie so auffällt, ist, dass egal ob neues oder altes Auto, irgendwie alle immer rutschen. Mir kommt wirklich vor, dass die das nicht wissen, dass man auch mal Reifen wechseln muss. Ich weiß nicht, ob es so ist. Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben, aber ich weiß es nicht. Sieht wirklich so aus, als würden die ihre Reifen nie wechseln und haben irgendwie so Sommerreifen für Allwetter oben oder so. Ich weiß es nicht. 6-Gänger das Ding nicht. Nee, 5. Und ich bin hier schon ziemlich hoch, also bei 150. 4000 Umdrehungen und 5500 möglich. Ja, das könnte besser gehen. Hey, ich bin hier in Deutschland. Gerade hier auf dem Abschnitt ist kein Tempolimit. Warum schleicht ihr mit 100 hier? Ah? So. Jetzt gibt's Road Rage von 1. Hey, sag mal, hakt. Du hast ja eine Macke. Super. Klar,
noch rein. Klar, ich habe nichts zu tun. Ne? Aber wenn er wirklich so tief gelegt wurde, dann sieht man, was passiert. Ne? Ich meine, im Spiel rückt das jetzt nur so durch, aber ich werde gerissen. Vollgas! Linke Spur, warum auch immer hier ein Laden lieber wieder fährt. Mit 110. Was ist eine Macke, ey. Und uiuiui. Ja, Rechtsfahrgebot. Ja, ja, geht auch hier in City Car Driving. Aber das rechts überholen verbotenen Gebot ne, das existiert hier Gott sei Dank nicht, weil sonst hätte ich ein paar Probleme. Aber ich kann ja nicht zusehen, wie ein Bus auf der linken Spur fährt. Mach! Wobei der eigentlich ja noch schneller ist. Ich fahre jetzt mal wirklich wie in Russland. Ich drehe das Auto da hoch, schalte mir runter. Oh, ich muss im roten Bereich sein, auch wenn das bei dem Fahrzeug gerade nicht möglich ist. Ich würde am liebsten in die erste schalten, aber es geht nicht bei 100. So gut ist der Lader Priora nicht. Und auch der neben Bereich. Und Vollgas. Und ABS haben wir hier nicht. Oder? Auch noch. Hammer. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Und zweiter Gang. Und Vollgas. Hier. Gaspedal durchdrücken und Gas, Gas, Gas. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob man wirklich in Deutschland oder Österreich. Weil wenn ich anders fahren würde, also in Österreich, dann da würde ich noch mehr Unfälle bauen, als ich es eigentlich nicht schon mache. Ach, die Ampel ist wieder ausgefallen. Hier wäre ein Stoppschild. Ich mache das jetzt mal nicht. Ja. Rechts überholen verboten, das ignorieren wir mal kurz, also, aber der Rest bleibt wie in Deutschland, ja. Ich mache das dann trotzdem, dachte ich mir. Och, die Lady da, die alte Dame da, die ältere Dame, wobei, die könnte ich ja schon zu alt sehen, die wollte dann die Straße überqueren, um zu schauen, das geht ja gar nicht. So. Och, Windschatten beim 5er BMW. Ich blinke da jetzt irgendwie nach rechts, die blinken nach links. Ich bin ja nicht, na, keine Ahnung. Muss mal zusehen, wie die... Aber in Österreich, da blinkst du überhaupt nicht, wenn du überhaupt in den Kreisverkehr fährst. Ich glaube, das in Deutschland auch nicht anders ist, oder? Nee. Nee. Ist mir wurscht, ist mir wurscht. Und ich geb Gas, geb Gas. Und bremse auf. Sag mal, du hast ja wohl einen Vogel, ey. Nur machen. Ja, jetzt fährst du wieder auf die ganz rechte Spur. Ja, du musst es einmal hin. Ja, aber weißt du, das gibt's auch in echt mal raus. Dann denkt man sich ja, okay, ne? 1, 2, 3, 4 Spuren hier. Boah, was machst du eigentlich, außer hier so zu fahren? Ich wechsle jetzt mal durchgehend die Spuren, weil wir das sonst fahren, ne? Gucken. Und wenn ich jetzt aber tatsächlich, jetzt sind wir mit Beispiel, die ganze Zeit zu fahre, man merkt, der Lader geht, der ist nicht mehr unter Kontrolle. Also ich spüre das. Man sieht es vielleicht von außen eigentlich gar nicht so richtig, aber ich habe den nicht mehr unter Kontrolle. Also ich denke mir hier schon, lass das mal lieber. Ja, nicht, dass wir hier noch paar unschuldige Passanten über den Haufen fahren oder überfahren, weil über den Haufen Sachen meine ich. Ja. Na klar, ich fahre mit 80 bei 78 oder so. Das ist jetzt kein riesengroßes Verbrechen. Ja. Was will sie denn machen? Ja, ich fahre jetzt auch damit der zweiten weg. Wenn ich das so schaffe. Hä? Oh, ey!
Hallo? Ich glaube, bei du bist nicht, du hast nicht mal eine Taste im Schrank. Oh! Hä? Da kam doch der Bus, der war aber viel zu schnell. Falls euch rechts oben diese, die Aufnahme wurde gespeichert, Anzeige hier irgendwie stört, es tut mir sehr leid, ich wollte das nicht. Ich habe irgendwas aufgenommen und dachte mir dann so, scheiße, falsch angefangen, hab's wieder gelöscht. Ja, und das bleibt dann natürlich. Kann ich nicht ändern, könnte ich ändern, aber ehrlich gesagt, das passt schon. Wisst ihr wenigstens, welches Aufnahmeprogramm ich benutze und dass es kostenlos ist. Kostenlos, aber dennoch. Schneller hier. Ich glaube, ich bin fast links schneller, ja. Boah. Außer die biegen da jetzt alle ab. Das dauert ja in dem Spiel immer ewig. Du hast Vorrang! Wenn der jetzt nicht schneidet, da schneidet. Brav! Klatsch, klatsch! Brav! Daumen hoch für diesen Fahrer! Verloren, ey. Hallo, du möchtest mich abbiegen. Tut mir leid. Autos sind nicht schnell. Wobei ich es schon mal erlebt habe, dass plötzlich der Bus abzog wie eine Rakete, wie jetzt zum Beispiel. Also nicht wie eine Rakete jetzt gerade, aber das war früher da wirklich wie eine Rakete. Das ist mir egal, ja gar nicht. Alter, ist abgezogen. Was siehst du? So normalerweise nicht. Da war weg. Ich könnte nicht mehr sehen. Ah, ich weiß einfach. Ich bin auch in dem, ich sag's mal so, mit dem Mod gefahren, der eigentlich sehr schlecht fährt oder überhaupt fährt, weil, naja, lange Geschichte. Ey, ich habe Vorrang. Zweiter Gang, dritter Gang, VW Passatschaltknopf. Knopf ist wieder verrutscht, ja. Also ich habe tatsächlich dann einen Passat-Schaltknauf am G920 drauf und ich muss sagen, dass der richtig cool ist. Also gefahren hat es zwar irgendwie geirrt, dass das Ding ein wenig klebt. Also das der Gummi hier beim Schaltknauf. Aber oben diese Platte, ja, die ist auch nicht ganz richtig. Die hat nämlich den Rückwärtsgang oben links neben der 1 und eigentlich ist er ja runtergedrückt und rechts neben der 5, aber es macht nichts. Ansonsten hat auch 6 Gänge und hat nur 14 Euro gekostet, inklusive dem Leder, welches ich leider abschneiden musste. Aber ich finde, das ist echt in Ordnung. Ich kann euch von mir aus auch den Link geben, falls ihr wollt. Ja. Mittelfinger aus. Geht gar nicht, ey. So, wir packen hier jetzt ein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte lasst einen Daumen nach oben. Da können wir 10 schaffen. Das wäre ein kleiner Wunsch, aber trotzdem was. Und Grüße gehen raus an Benjamin. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den anderen Videos von anderen YouTubern oder vielleicht auch von mir. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt und aktiviert die Klingel. Bis zum nächsten Video. Tschüss.